Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik und nochmal wieder willkommen in Scareback, nachdem ich ja schon in zwei Teilen in 2D ganz klassisch mal rumgelaufen bin mit der Kamera, gibt's jetzt andere Eindrücke, nämlich zum mehr oder weniger Zurücklehnen mit einer VR-Brille am besten auf dem Kopf in 3D zum ein bisschen Rumgucken. Das Ganze nennt sich VR180, ist mit einer Canon R5 mit Dual Fisheye Objektiv aufgenommen und soll einen Eindruck davon vermitteln, als wenn man da wäre. Zumindest, wenn man eine VR-Brille wie ein Oculus Quest oder ähnliches drauf hat. Deswegen auch das Ganze ganz anders präsentiert. Einfach nur still auf einem Stativ vor die jeweiligen Modelle die Kamera positioniert, damit man Ruhe und Gelassenheit hat, sich das alles einmal anzugucken, was da so vor einem direkt passiert. Und wer es in 2D guckt, der kann zumindest bei YouTube so ein bisschen mit der Maus nach links und rechts fahren. Man sollte dann auch mal gucken, ob man die höchste Auflösung eingestellt hat, weil das macht YouTube manchmal gerne auch, dass sie die Auflösung runterschrauben und dann sieht das Ganze eher wie ein Pixelbrei aus. Und das sieht nicht aus. So, genug gelabert. Ansonsten gibt es ab jetzt einfach nur noch die Eindrücke so zum Genießen mit ein bisschen sphärischer Hintergrundmusik. Auch da immer wieder die Frage, warum diese Musik? Lass doch einfach den O-Ton. Ah, das Problem ist, dass der O-Ton auch viele Gespräche enthält, die um diese Modelle herum passiert sind. Und das sollte und darf natürlich hier nicht für jedermann jetzt plötzlich zu hören sein. Deswegen, ja, die Musik, das muss dann so und kann auch hoffentlich. Viel Spaß!